Herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über das Thema Food Waste. Food Waste ist, wie der Name es schon sagt, die Verschwendung von Essen. Leider passiert das heutzutage viel zu oft. Darum haben wir nach Tipps und Tricks gesucht. Wir haben ein E-Mail an einen Partyservice geschickt mit Fragen bezüglich Food Waste. Die erste Frage ist, wie viele Mahlzeiten kochen Sie pro Tag? Für unsere Lieblingsecke kochen wir zwischen 60 bis 80 Menüs von Montag bis Freitag. Ist die Nachfrage aber grösser als das, was wir produziert haben, können wir auch einfach noch mehr von dem machen. Was machen Sie mit dem Essen, das übrig bleibt? Da müssen wir unterscheiden zwischen den Menüs, die wir betreuen können, und denen, die wir ausliefern. Bei den Menüs, die wir betreuen können, wissen wir, wie die Hygienevorschriften sind und die Kühlung nach dem Mittagsdienst sichergestellt ist. Somit können wir diese Speisen weiterverarbeiten. Die meisten, die wir nicht verkaufen können, tun wir nach dem späteren Nachmittag als Feierabendmenü mit einem Vorteilspreis verkaufen. Allerdings müssen wir bei den Speisen, die wir nicht betreuen können, leider alle Reste fortrühren. Tipps und Tricks. Von neuen Regeln. Nach dem Einkaufen werden die neuen Produkte hinten eingelagert, sodass man zuerst die alten Produkte von vorne braucht. Kleine Helferli. Den Kühlschrank sortiert man und unterteilt man, sodass man alle Produkte findet und nicht vergisst. Clever einkaufen. Man sollte die Einkaufsliste schreiben und nur das kaufen, was man wirklich braucht. Richtig portionieren. Man sollte nur so viel kochen, wie man auch braucht. Und wir haben gesehen, Sie haben zu gut zu gehen. Wie lange betreiben Sie das schon? Das ist jetzt schon, ja, was soll ich sagen, es sind schon ein paar Jahre. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Weil wir haben jetzt Sandwich und Brot, also sieht man da gerade. Haben Sie denn regelmässig Abfall, den Sie nicht haben können verkaufen? Leider ja. Aber es ist halt auch schwierig, wie viel wir sie produzieren. Bei, ja, was jeden Tag halt läuft, oder? Ja. Wie, also haben Sie irgendwie... Probieren Sie irgendwie Food Waste zu vermeiden? Also wir versuchen es so gut wie möglich eigentlich zu verkaufen, damit wir es eben nicht wegrühren müssen. So kann man es ja vermeiden, dass wir weniger wegrühren müssen. Was machen Sie mit dem Rest, den Sie nicht verkaufen können? Leider wegrühren. Oder für Deppler geben. Verdienen Sie an diesen Produkten von To Good To Go noch etwas? Etwas weniges. Das war es mit unserem Lernfilm über das Thema Food Waste. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.